Jo, was geht YouTube? Freigeist TV ist wieder am Start. Und in diesem Video zeige ich euch diesmal die besten Fähigkeiten in Call of Duty Cold War Zombies Outbreak auf Deutsch Ausbruch. Das geht an alle Zombie-Anfänger. Solltest du kein Anfänger sein, dann kannst du direkt wegschalten. Ich sagte doch, wenn du kein Anfänger bist, darfst du wegschalten. Ach, du bist ja immer noch da. Okay, da du ja noch da bist, denke ich mal, dass du ein Anfänger bist. Dann würden dir diese Tipps, denke ich mal, sehr gut weiterhelfen. Und das alles nach einem Intro. So, dann fangen wir erstmal bei den Fähigkeiten an und als allererstes die Waffenklasse. Warum Waffenklasse? Ganz einfach. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem Sturmgewehr spielt, so wie ich teilweise, dann kriegt ihr natürlich zusätzlichen Bonus. Stufe 1 erhöhter Weitschussbonusschaden, Stufe 2 mehr Crit-Schaden, Stufe 3 mehr Aufsätze, Stufe 4 erhöht Weitschussbonusschaden auf 20%, Stufe 5 erhöht kritischen Bonusschaden auf 25%. Je nachdem, welche Waffe ihr spielt oder spielen möchtet, macht eure Waffenklasse sehr schnell hoch, denn es bringt selbstverständlich euch auch Vorteile. Dann gehen wir Richtung Feldausrüstung. Gerade wenn man jetzt alleine spielt oder so, ist es immer ganz cool, die Heilaura zu haben. Auch allgemein, wenn man im Team spielt, Heilaura, ganz cool. Ihr seid auf der Map verstreut. Einer stirbt da, einer stirbt da, einer stirbt da und ihr seid der Letzte, habt die Heilaura. Ihr aktiviert diese Heilaura und zack, alle leben urplötzlich wieder und heilen sich dann. Stufe 1 bringt zum Beispiel ein regenerierender Heileffekt, wird auf dich und deine Verbündeten angewendet, der 10 Sekunden anhält. Ein Strahl wirft normale Gegner zu Boden und betäubt Spezial- und Elite-Gegner. Sprich, wenn ihr jetzt zum Beispiel in einem Riesenfight seid, da sind ganz, ganz viele Gegner und du aktivierst das, dann die ganzen Spezialgegner erstmal betäubt. Natürlich sehr, sehr nützlich, dann könnt ihr erstmal schnell das Weite suchen, euch erstmal regenerieren, Luft holen und dann Vollgas geben. Also Heilaura, ganz cool, würde ich persönlich empfehlen. Selbstverständlich könnt ihr auch noch was anderes machen, aber Heilaura ist schon ganz nice. Ich habe schon welche gesehen, die spielen Frostschutz oder den Feuerring. Aber ich persönlich finde Heilaura sehr, sehr nice. Dann gehen wir Richtung den Extras. Extras, mega nice, so viel zu tun. Und gerade Anfänger fragen sich, scheiße, was soll ich hier als erstes hochballern? Ganz einfach. Es sind nur meine Empfehlungen. Es kann sein, dass der ein oder andere was anderes spielt. Ich erzähle nur von meinen Empfehlungen, von dem Spielverhältnis, was ich habe. Und das ist als allererstes Juggernaut. Macht das hoch. Warum? Reduziert Statuseffekte Dauer um 50%. Ist okay. Panzerplatten füllen die Panzerung um zusätzliche 25%. Dann erhöht das einmal eure Gesundheit. Gesundheit ist sehr, sehr wichtig, gerade bei Zombies, wenn ihr schon etwas höher spielt. Und Stufe 4 zum Beispiel, Panzerhaltbarkeit erhöht sich um 25%. Stufe 5, da sträube ich mich noch ein klein wenig vor, denn anstatt bei einem tödlichen Schlag ausgeschaltet zu werden, wird die Panzerung komplett entleert und die Gesundheit auf 1 reduziert. Kann man irgendwann mal machen, aber momentan brauche ich es noch nicht. Was dann auch sehr, sehr wichtig ist, meines Erachtens, ist Todes-Daiquiri. Warum? Verursacht 100% zusätzlichen kritischen Schaden, wenn ein Feind volle Gesundheit hat, erhöht den Schaden gegen Panzerungsteile um 50%. Und das ist jetzt ein Punkt, wenn ihr jetzt gerade in Level 3 höher geht, da kommen immer mehr Gegner, die Panzerung haben. Und warum nicht mehr Schaden mitnehmen? Mit diesem Extra. Bombastisch. Ich feiere das Ding. Stufe 8. Da kommen quasi fast nur Gegner mit Panzerung. Und deswegen ist das schon echt nice.
Stufe 3 reduziert die Streuung beim Feuern aus der Hüfte. Gut. Muss man jetzt nicht haben. Stufe 4 erhöht kritischen Schaden um 10%. Wieder mal kritischen Schaden erhöht. Warum nicht? Krit ist immer ganz geil. Und Stufe 5. Bombastisch. Jeder Folgetreffer am selben feindlichen Ziel gewährt 2% mehr Schaden bis zu einem Maximum von 20%. Bombe. Je mehr Schaden, desto besser. Je mehr Crit, desto besser. Gerade wenn die Gegner in den höheren Runden echt heftig wären. Richtig heftig. Also macht als erstes von den Extras Juggernaut und Todesdaiquiri Stufe 4 hoch. Ihr könnt hier auch noch ein bisschen hochpunchen. Erhöht das Rückwärtsbewegungstempo leicht. Ganz cool. Gewährt Immunität gegen Sturzschaden. Ja, das ist auch so ein Punkt. Einige sagen, oh nee, brauche ich nicht. Aber ich bin halt so einer, wenn ich jetzt mal irgendwo rückwärts laufe und vor mir voll die Horde ist, sehe ich ja nicht, was hinter mir ist. Und mir passiert es leider sehr, sehr oft, dass ich dann mal so einen Abhang runterstürze. Entweder bin ich tot, wegen Sturzschaden, oder ich habe schon einiges an Energie verloren und ja, danach bin ich tot. Deswegen, also ich finde dieses Perk echt nice. Habe ich auf Stufe 2. Reicht auch erstmal. Dann geht's zu den Munitionsmodifikationen. Ich habe persönlich erstmal die tote Leitung gewählt. Ich weiß, jetzt kommen natürlich ein paar Leute. Oh, warum hast du das gemacht? Ich weiß. Warum habe ich es gemacht? Es gibt selbstverständlich was Besseres. Das empfehle ich euch natürlich. Ich habe es leider nicht. Aber da ich ja im Team spiele und einer davon das eigentlich immer dabei hat, ist die Hirnfäule. Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht die Hirnfäule als allererstes von den Munitionsmodifikationen. Die Hirnfäule ist echt nice. Und zwar, ihr schießt einen Zombie an, der Zombie wird grün und kämpft für euch. Macht da ein paar Zombies platt, gerade wenn man zum Beispiel einen Hund hat. Bombe, der Hund zerfleischt alles, bam, bam, bam. Und ja, irgendwann explodiert da. Wenn man bedenkt, was auf Stufe 5 bei der Hirnfäule ist, bombastisch. Und zwar, wenn ein bekehrter Feind stirbt, werden durch seine Explosionen bis zu 3 Gegner in der Nähe bekehrt. Und das geht dann immer weiter. Aber hast eine Abklingzeit von 30 Sekunden. Spezialgegner können bekehrt werden. Aber wie gesagt, ich habe es nicht, weil ich meistens einen im Team habe, der das hat. Und ich jetzt hier meinen Blitzer voll habe. Und zwar, betäubte Gegner erzeugen ein elektrisches Feld, das ihnen selbst und Feinden in der Nähe elektrischen Schaden zufügt. Erhöht die Betäubungsdauer auf 4 Sekunden. Verdoppelt den Schaden des elektrischen Felds. Spezialgegner können betäubt werden. Und Stufe 5, bei einer Betäubung springen Spannungsbögen auf bis zu 5 Gegner in der Nähe und betäuben sie. Auch wieder 30 Sekunden Abklingzeit. Also ich finde es nice. Ich finde das echt geil. Solltet ihr viel alleine spielen, dann ist Hirnfäule eure Modifikation. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Das eine oder andere, jetzt seid ihr nicht mehr überfordert. Und ich würde mich um einen Daumen nach oben freuen und einen kostenlosen Abo. Wir sehen uns im nächsten Video. Freigeist TV ist raus. Peace.